Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen aus Gottes Wort beten. Herr, ach, gib, dass ganz gehöre uns der Segen, dir die Ehre. Amen. Als Predigtext hören wir den Monatsspruch für November 2024. Er steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wir warten, beginnt unser heutiger Predigtext, und damit haben wir alle Erfahrung. Die Kinder, die warten jetzt schon, dass endlich die Weihnachtszeit beginnt. Es gibt doch schon seit Monaten die Schokoladenweihnachtsmänner und süß gefüllten Adventskalender im Supermarkt. Wann geht's denn endlich los? Was noch 4 Wochen? Oh nee. Wer einen Garten hat, der hat letzte Nacht Frost gehabt. Gestern noch schnell die Dahlien abgeschnitten, denke ich mal. Wir warten ja schon lange drauf, dass endlich Frost kommt und wir im Garten dann mal alles abschneiden und winterfest machen können. Die Zeit ist dran. Lange genug haben wir drauf gewartet. Wer regelmäßig Bahn fährt, der hat Erfahrung mit Warten auf Bahnhöfen. Aber wer Auto fährt, der wartet an roten Ampeln, der steht im Stau. Warten müssen wir alle. Auch im Wartezimmer. Dann vielleicht auf Untersuchungsergebnisse, das ist ein banges Warten. Auch wenn es liebe Angehörige betrifft, bei denen vielleicht eine schwere Krankheit diagnostiziert worden ist. Wir warten mit ihnen, hoffen, bangen, beten, dass die Therapie anschlägt. Das Befinden sich besser, die Kräfte zurückkommen, aber wir wissen auch, und gerade jetzt im November, wo wir an die Gräber unserer Lieben gehen, dass es irgendwann eben nicht mehr besser wird. Und wenn der Tod kommt, dann hat alles Warten ein Ende. Und auch das Bangen und Hoffen. Nein, halt, das stimmt nicht. Wenn unsere Hoffnung am Tod enden würde, dann säßen wir heute nicht hier. Als Christenmenschen, die doch eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausreicht. Inmitten von Ängsten und Sorgen. Uns und unsere Lieben betreffend. Oder auch die politischen Verhältnisse im In- und Ausland. Dennoch haben wir Hoffnung, ja Zuversicht, denn wir warten und hoffen nicht einfach auf Besserung oder vielleicht Genesung hier oder die eine oder andere kleine Veränderung zum Guten da. Oder zumindest, dass alles doch nicht ganz so schlimm kommt, wie befürchtet. Nein, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Gottes Verheißung. Neuer Himmel, neue Erde. Boah, nur kleiner geht's wohl nicht. Natürlich. Kleiner, bescheidener geht's immer. Auch unsere kleinen Hoffnungen und bescheidenen Wünsche dürfen wir im vertrauensvollen Gebet vor Gott
bringe. Und er hört und versteht. Er nimmt uns wahr und antwortet auf jedes Gebet, auch wenn wir es manchmal gar nicht so wahrnehmen. Aber seine Verheißung an uns, die ist unsagbar viel größer als unsere Hoffnungen und Erwartungen und Vorstellungen. Die sprengt den Rahmen unserer persönlichen, familiären oder auch politischen Hoffnungen über Bitten und Verstehen, geht seine große Verheißung. Denn sie spricht von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gerechtigkeit. Das ist ein Schlüsselbegriff und ein Sehnsuchtswort. Eine Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Und damit auch Frieden. Denn es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit, wie wir aktuell wieder in den Kriegsgebieten unserer Zeit beobachten können. Ohne Gerechtigkeit kein Frieden. Aber kann das gelingen? Setzt sich nicht immer wieder das Recht des Stärkeren durch, was dann den Keim für neue Konflikte legt? Gerechtigkeit, wo jeder zu seinem Recht kommt, wo keiner unterdrückt, verfolgt, erniedrigt oder im Stich gelassen wird, ist das überhaupt machbar? Oder gelingt das unter den Bedingungen unserer Welt immer nur, wenn überhaupt, ansatzweise und bleibt stets gefährdet? Es geht doch schon im persönlichen Umfeld los. Allen Menschen, die Wünsche, Erwartungen, Anforderungen an uns haben, gerecht zu werden, das schafft doch niemand. Es wird immer Ungerechtigkeit geben im Leben. Und auch im Tod. Da sterben Menschen in jungen Jahren. Und alte Menschen können nicht sterben, die sich schon lange wünschen. Manch einer wird plötzlich aus dem Leben gerissen. Und bei einem anderen scheint sein Leiden kein Ende zu nehmen. Ist das gerecht? Was ist gerecht? Der Tod nicht, das Leben nicht, diese Welt nicht. Dass wirklich Gerechtigkeit wird, dafür braucht es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Mit dem alten Himmel und der alten Erde ist das nicht zu schaffen. Aber, ihr Lieben, es wird. Der neue Himmel und die neue Erde sind schon in Arbeit, werden schon vorbereitet. Von wem? Von Gott. Für wen? Für uns. Wart's nur ab, sagte die Mutter früher, wenn sie uns getröstet hat, wenn wir uns als Kinder mal wehgetan hatten. Wart's nur ab, das wird schon wieder. Das wird wieder gut. Das war ein Trost für uns, wenigstens ein kleiner. Gott hat einen Trost für uns, der ist groß. So groß, dass er unsere Vorstellungen übersteigt. Wart's nur ab, sagt er, wart ab. Was kommt? Der neue Himmel und die neue Erde werden alles übertreffen, was ihr euch denkt und erhofft. Friede wird das sein und Gerechtigkeit. Jammer und Not werden verschwinden. Die Tränen werden getrocknet und wir werden singen und lachen mit denen, die der Tod uns entrissen hat. Ach Herr, schenke uns doch uns und allen, die seufzen und sich ängsten, die Hoffnung auf dein Reich.
Lass uns deine Liebe und Wärme fühlen als einen Vorgeschmack auf das, was kommt, wenn wir einst deinen Himmel und die neue Schöpfung sehen und dort zu Hause sein dürfen für immer und ewig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.